Hey, oh Scheiße, verdammt, 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 da ist er. Ey, was machen Sie da? Leute, es ist so windig. Herzlich willkommen in, wo sind wir eigentlich? Ich vergesse das Dorf immer hier, wo wir sind. Brüdersdorf bei Berlin. Ja, ach ja, stimmt ja, da sind wir. Also ich sehe gerade gar nichts und überhaupt, aber da sind wir gerade. So, der Opi sitzt mal wieder. Jo, ich fahre gleich ins Wasser, ich gehe gleich verbaden. Ey Leute, es ist so windig, meine Haare sind total zerzaust aus. Der Wind ist schuld, dass meine Haare so aussehen, wie sie aussehen, nicht wahr? Ja, irgendjemand muss ja schuld sein. Ja, also, dann machen wir jetzt erstmal Schluss, ne? Schluss. Guck mal, da ist eine Ente. Also die Ente? Nein, guck mal, da ist sie nicht da? Ja. Die denken, wir haben was zu essen. Aber haben wir nicht. Wir haben selber nichts zu essen. Oh, es ist schön entspannt, oder? Guck mal, das Wasser. Voll schön, oder? Guck mal, wie schön. Es wird jetzt ein Entspannungsvideo. Hört mal die Vögel. Und jetzt wird's ein Krimi, guckt so. Hey, wum, wum. Nein, okay, Spaß, jetzt hören wir mal auf mit dem Quatsch. Nämlich, mein Akku ist gleich runter, Micha. Hast du das schon habt ihr das schon vermisst, dass ich sage, dass der Akku runter ist? Micha sagt gar nichts mehr. Jetzt kommen alle hier angeschwommen. Ich habe tatsächlich noch was zu Hause, Brot, aber ich glaube, man soll die nicht mit Brot füttern, oder? Nee. Von daher habe ich nichts Brauchbares für euch. Guck mal, seht ihr, dass die Sonne glitzert? Die sind in einer Erwartungshaltung hier. Ja, ja. Vielleicht kriegen sie auch hier immer öfter was. Guck mal, die Sonne geht jetzt hier unter. So, wir sind jetzt nämlich hier so in Woltersdorf, glaube ich. Das ist hier so ein... Guck mal, Micha ist und die kommen schon an. Micha, guck mal. Ja? Guck mal. Da traut sich jemand was. Ja, ich habe nichts, Leute. Ich filme nur. Kommst du zu mir in die Kamera? Nein, das möchtest du auch nicht. Und ihr so? Auch nicht. Aber ihr seid alle Foto, Video gehen. Der böse Micha gibt euch nichts, ne? Es ist schon ein bisschen, da gehen wir lieber wieder planschen. Ich kann dafür nichts, dass der nichts abgibt. Ich habe ja nichts mehr. Ich hätte euch bestimmt was abgegeben von meinem Futter. Bestimmt.
Micha, warum schweigst denn du so? Ich will dir nicht in deinen Spielfilm sprechen. Da. Ja, ich rede ja die ganze Zeit jetzt immer alleine, ohne dich. Ja. Die Entchen von... Ja, die Entchen von... Tarau. Ja, also dann... Ja. Gucken wir mal, was wir noch so alles finden. Die Schleuse kannst du den Leuten noch zeigen. Da gehen wir jetzt mal gleich vorbei. Gut, da gehen wir jetzt mal hin, nicht wahr? Ja, los geht's. Ja, los geht's. Was machst du da? Ich denke, wir gehen zu der Schleuse. Guckt mal, Leute, das ist so schön, oder? Deshalb sitzt er ja auch schon wieder da. Guck mal, hier ist immer so eine Einbuchtung. Also ja, hier, ich nehme jetzt die Bank hier vielleicht oder... Ja, die nächste. Schön, oder? Es geht jetzt hier immer so weiter. Und dann... Und dann kann man... Hier so, wenn er nicht wieder vor die Kamera läuft, dann kann man sich hier so hinsetzen und guckt man hier so auf das Seelchen. Gut, und er wartet gerade auf mich. Entchen füttern. Entchen füttern, mit was denn? Ich denke, ich soll nicht mit Brot füttern. Nee. Nee. Mit Entenfutter. Ich habe kein Entenfutter. So. So, hier ist der nächste. Der nächste See da so. Mir ist gerade jemand vor die Kamera gelaufen. Ja. Wo auch immer wir hier gerade. Wie viel Seen gibt es hier eigentlich? Welcher See ist das? Hier, komm, wollen wir mal da runter gehen? Guckt mal, Leute. Es geht hier runter. Wisst ihr, ich spiele heute Micha, denn Micha filmt immer ganz viel Wasser. Das macht er immer so. Und das färbt heute ein bisschen ab und deshalb ist es heute so. Micha ist schuld. Und er läuft schon wieder irgendwo lang. So, wir sind jetzt nämlich hier von, auf der Seite sind wir jetzt. Wir sind jetzt einmal durch diesen Biergarten gelaufen und jetzt sind wir bei diesem, mega, was ich gerade gefilmt habe. Mega. Achtung, geht's hier runter? Nein. Aber hier. Nicht schlecht. Welches Hausboot nehmen wir denn, Micha? Ja, gleich. Ach so. Leute, seid ihr schon mal mit dem Hausboot gefahren? Das ist doch ein Träumchen. So ein... Aber das ist, Micha, das ist kein richtiges Hausboot, nee, in dem Sinne. Das ist so, genau, so ein Party. Aber geil, Lomat. Sowas wollten wir mal zum Geburtstag von jemandem. Ja, ich bin gerade Micha auf die Füße getreten. Da brauchst du aber auch dann jemanden, der das ja. Also ich traue mich das nicht. Guckt mal, Leute, wo wir hier so rumklettern. Dann sind wir wieder hier irgendwie. Das ist ja schön. Dann gibt es hier noch so schön Liegestühle. Dann sitzt du hier so auf so einem Liegestuhl und guckt da aufs Wasser. Und dann gibt es da hinten den Biergarten. Oder die Hausboote. Eine Sitzgelegenheit. Micha, bist du wieder in dem Moment davor gelaufen, wie immer. Dann läuft man hier so durch. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Futteranstalt. Hier haben wir gelernt, hier ist Selbstbedienung. Oder Selbstverpflegung. Nee, das soll man nicht sagen. Ne? Selbstbedienung ist hier. Und weiter vor. Guck mal, Leute. Und so ist der Blick. Ihr sitzt dann hier so. Und dann guckt ihr da aufs Wasser. Hat ein bisschen was vom Schlachtensee, finde ich. So ein bisschen. Naja. Der ist größer, ja, als der Schlachtensee. Ja, und dann da vorne ist halt eben, wo wir jetzt dann weiterlaufen,
Da kann man dann sich bedienen lassen. Nicht wahr? Da vorne, das Häuschen da. Da könnt ihr dann euch bedienen lassen. So. So, und jetzt laufen wir quasi wieder parallel auf der anderen Seite. Seht ihr das? Wir waren vorhin da drüben, da so. Und jetzt sind wir hier. Damit ihr wisst, wo wir gerade sind. So, hier sollen wahrscheinlich auch so mal Schiffchen anlegen. Aber keine Ahnung, ob die wirklich... Ich sehe hier keine Plan Schiffe. Hängt hier nicht. Ich weiß nicht, aber... Vielleicht irgendeine Rundfahrt. Und jetzt sind wir wieder hier so ein bisschen auf dem Weg. Entlang des Flakensee. Genau. Guck da, schön. Ich glaube, in der Kamera sieht man das gar nicht so richtig, wenn das so im Wasser die Sonne sich spiegelt. Eigentlich schon. Sieht man? Ja. Also ich sehe das jetzt noch nicht. Ich glaube, ich sehe das dann immer, ja doch, jetzt hier, so ein bisschen. Schön. I love it. Das sieht immer schön aus, nicht wahr? Guck mal, die sind ganz traurig. Die hängen nur so runter. Naja. So, ihr Lieben, ihr seht, ne, die Wolken schieben sich so davor. Es wird jetzt Nacht. Leute, gute Nacht. Guckt mal, da ist mir zwar gerade jemand vor die Kamera gelaufen und der Nächste sitzt da hinten in der Ecke ganz brav. Also das, der war das nicht, der da hat. Nee. Nee. Leute, mit mir kriegt ihr immer einen kleinen Drehwurm. Micha, du kleiner Vollpetz, komm jetzt, wir müssen weiter. Wo wollen wir denn noch hin? Laufen. Okay. Guckt mal, wie das aussieht. Da oben Wolken, Sonne und die spiegeln sich hier unten. Das einzuschicken, weil das sonst... Immer quatscht er mir in meine Aufnahme rein, dieser kleine Gangster. Ich wollte nämlich sagen, Leute, genießt doch mal diesen Ausblick hier, ja? Sieht das nicht lustig aus, unsere Natur? Oder denkt jetzt alle, ich habe einen Knall? Ja, der ist zu weit weg, der kann nichts mehr sagen. Der lacht, glaube ich, nur über meine Frage. Ey, Leute, ist das nicht abenteuerlich hier? So gruselig, ne, Micha? Ja, bist ja auch im Gespensterwald. Ja. Guck mal, hier muss man immer auf den Fußboden achten. Nicht, dass man sich so auf die Fresse packt. Da, guck mal, hier immer so Wurzeln und so. Wer hat denn das da hingebaut? Ja, guck mal, was für ein Blick. Ja? Ich sollte noch mal darüber schwenken. Guck mal, so weit, so schön. Leute, geht raus in die Natur und nicht immer nur shoppen. Nein, shoppen könnt ihr auch gehen. Also ist kein Problem. Kann man auch mal machen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ja, bleib auch stehen. Was sagten ihr da zu diesem Baum da, zu dem? Glaubt ihr nicht auch, dass der irgendwie so Schmerzen haben könnte? Der braucht auch mal so einen Schmerztherapie-Doktor. Vielleicht. Micha, was machst denn du da im Wasser? Hallo? Der will nicht mehr raus. Doch, jetzt will er. Ah, wer ist wieder reingerannt? Ach, der rennt immer hin und her, ist der süß. Los, nochmal rein mit dir. Mensch. Und nochmal. Jetzt, wo ich warte, kommt er nicht mehr. Ah, doch!
Und nochmal, mein Freund. Naja, wir haben es ja jetzt gesehen, wie er hin und her gerannt ist. Ich glaube, der macht die Vorstellung nicht nochmal für uns. Wen wir hier heute alles so antreffen, nicht wahr? Ich glaube, hier kann man baden gehen, hat Micha gesagt. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob ich euch das jetzt gerade so zeigen kann. Das hier hinten wird, glaube ich, nur gespielt und so. Da spielen die Beachvolleyball und im Wasser planschen die Leute. Genau. Und die lassen wir jetzt mal in Ruhe planschen, nicht wahr? Genau. Dieser Weg liegt jetzt hier noch vor uns. Oh, da habe ich auch voll schnell gesprochen. Bis nach Erkner. Wir wollen jetzt nach Erkner noch laufen. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir danach dann heute Abend dann voll müde ins Bettchen fallen. Ja, kannst du wenigstens gut schlafen. Frische Luft, Bewegung, top. Super, dann ziehen wir mal weiter, nicht wahr? Die Karawane zieht weiter. Los geht's, Micha macht jetzt Hörbuch. Ach, ja. Macht uns meine Oma nach. Die hat auch ein bisschen was auf YouTube vorgelesen. Drei Weiden wachsen im Garten. Dünn stehen sie gegen den Mond. Sie sind noch keine Bäume. Nichts, was zu loben lohnt. 10 Schritte und das bleiche Licht löscht die Gärten aus. Ich habe schlimme Träume in unserem alten Haus. Geht die Geschichte noch weiter? Wolltest du da drüben weiterlesen? Nee. Aber Leute, guck mal, ihr könnt ja jetzt das Video dann später anhalten, wenn es keine Premiere ist oder so. Und dann könnt ihr das hier lesen. Ja. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Aber Micha hat gut vorgelesen, oder? Der kann das. Mhm. Naja. Komm, wir haben noch Zeit. Kathi ist eingeschlafen, soll ich euch sagen. Da oben, da steht sie. Guck, ich bin jetzt mal hier runtergelaufen, weil da oben stand Aussichtspunkt. Und dann, guck mal, hier kann man schön ein bisschen Rast machen und hat dann diesen tollen Blick hier. So Leute, ich hoffe, Micha hat euch gut unterhalten und er war nicht böse zu euch. Nein, war er nicht. War er nicht. Okay, wisst ihr was? Aber eine Mücke war zu mir böse, Micha. Die hat mich einfach derzeit gepiekst. Ehrlich jetzt? Wisst ihr, wärst, ja. Wärst du mit mir mitgegangen, wärst du jetzt noch unversehrt. Ja. Ja. Also gehen wir jetzt weiter, ja, nach ja. Erkner. Immer weiter auf weil, wisst ihr, wir müssen laufen, weil wir kein Bahn- und Busticket haben. Wir können uns das 49-Euro-Ticket nicht leisten. Nee. Oh, und das juckt so, diese blöde Mücke. Ja, da lacht er. So, wir glauben, wir sind jetzt in Erkner, also Micha erzählt es. Und guck mal, die haben jetzt hier so ein Haus hingebaut und hinter diesem Haus, da ist dieser komische See. Die haben einfach hier so ein Haus hingebaut, Leute. Wir wollten doch am See laufen und nicht an irgendeinem Haus lang. Und ja, ich weiß, ich laufe schon wieder verkehrt. Micha sagt ja nichts, da ist ja ruhig. So, ich weiß nicht, ob ihr das noch hier sehen könnt, aber... Da so ist so unser See. Wir sind gerade von da so gekommen und müssen jetzt irgendwie da und wahrscheinlich rechts, Leute. Und das machen wir jetzt auch. Und ihr kommt gefälligst mit und schaltet nicht ab. Leute, too much information. Micha sagt, als er hier letztens lang gelaufen ist, standen die noch nicht hier. War es so schnell? Naja, die stampfen die Häuser sonst. Von einem Jahr. Also bitte. Ja. Naja, hier ist ja auch noch ein bisschen Baustelle, ne? Also von daher. So, wo wollen Sie denn jetzt hin mit mir? Ich dachte, du willst nach rechts. Ach so, da gibt's so Wegweiser. Also ich gehe jetzt hier lang, egal wo Micha lang geht, ich gehe hier lang. Das ist
Hey, Leute, ich glaube, da drüben, das, was ihr jetzt hier gerade seht, ich glaube, da geht's weiter, nur es ist schon mitten in der Nacht und wir müssen los, aber ich glaube, da drüben geht's irgendwie so weiter. Schön, oder? Ja, guck mal, Micha studiert hier schon wieder so eine Karte. Nochmal ein Blickchen, ne? Die Häuser, die versperren ja jetzt den Blick. So, dann ziehen wir mal weiter, nicht wahr? Oh, guck mal, ich liebe das. Ich weiß nicht, wie oft ich euch das noch so zeige. Schön, oder? Wow. Aber Leute, wir haben keine Zeit. Micha will nach Hause. Seht ihr noch ein bisschen was von Erkner, Leute? Ja. da gab es doch mal so einen Vlog, wo wir in Erkner waren, nicht wahr? Mhm. Aber da konnten wir den Leuten ja nicht so allzu viel zeigen. Nein. Guck mal, hier noch ein bisschen so Graffiti. Ich bin zu nah dran. Zoomt der das jetzt? Nee. Doch. Macht er. Schön, schön. Micha hat es eilig, der läuft schnell. Dadurch seht ihr gar nichts. Ich bin zu nah dran, aber ansonsten bin ich jetzt hier auf dem Fahrradweg, Leute. Also ihr könnt euch das ja mal alleine angucken, hier in Natura so ein bisschen. Ah, das Telefon! Hallo! Ja! Süß! Ist Ende, ne? Ja, ist Ende gleich. Oh, wie süß. Also Leute, das ging jetzt hier nochmal so die ganze Straße weiter. Ich gehe jetzt nicht zurück. Vielleicht stelle ich das auf Instagram und dann könnt ihr das ja mal angucken. Wir gehen jetzt weiter, weil wir müssen nach Hause. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon erzähle, dass wir nach Hause müssen, aber wir müssen nach Hause. Steht fest. Irgendwann. Wobei, bei den Temperaturen können wir auch draußen schlafen. Können auch draußen schlafen, sagt Micha. Okay. Ja. Nee. Wie weit die Temperatur nachts? Weiß ich auch nicht. Habe ich nicht im Blick. Ich schlafe nachts, Micha. Keine Ahnung. Auch? Gut. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht schlaft ihr ja nachts nicht. Dann könnt ihr das ja mal schreiben. Wie viel Temperatur nachts ist. Guck mal, wir stehen jetzt hier so an der Bushaltestelle, Micha. Ja, guck mal, Micha, das sieht schön aus. Das ist doch eine Kirche, oder? Ja. Kirche. Die Haltestelle heißt ja auch Erknerkirche. Kirche, nicht Kirche. Hey, gehen wir da rein? Nein, der hat bestimmt zu, oder? Ich liebe Kirchen. Ich gehe mal auf Kirchentour. Guck mal, Leute, ein Haus auf dem Haus. Gemalt. Und wir waren neulich, als wir hier in Erkner waren, waren wir hier in dieser Shopping Mall drinne. Schön, ne? Herr Micha sagt, er sieht da gar nichts. Nee, weil das ja nicht stimmt. Stimmt nicht? Nee. Da ist nicht Kaufland, da ist nur Orient Cut und Erstix. Du hast doch eben noch was anderes gesagt, dass wir da drin waren. Das sah auf den ersten Blick so aus. Okay, aber dann habe ich euch angelogen. Tut mir leid. Das kommt noch, wo wir drin waren. Das kommt noch. Ja. So, also sorry Leute, da ist unser Kauflandschild, der Baum ist gerade davor, aber da ist es das nächste wieder davor, mein Gott. Also hier waren wir neulich zumindest drin und da ich ein ehrlicher Mensch bin, sage ich euch das jetzt auch nochmal. Genau, und wir gehen jetzt, ich glaube nach Hause gehen wir jetzt. Zum 100. Aber Leute, ich habe nichts getrunken. Die Leute, die sich das angucken, die werden dann... Hey, ich wollte mal schon immer was sagen. Da ist das Kaufland-K, aber in Wirklichkeit ist es das Kati-K. Denkt euch, merkt euch das mal. Ja? Kati-Kauflands-K. So, da kommt auch wahrscheinlich jetzt gerade unser Bus angerauscht. Kann das sein? Bus, aber jetzt brauchst du auch nicht mehr. Wir haben doch gerade auf den Bus gewartet, Leute. Hier, guck mal, Bus.
Michael, du könntest jetzt mit mir mal noch eine kleine Busfahrt machen. Guck mal, der wartet, der hätte uns mitgenommen. Das ist sogar der vom Krankenhaus kommt, ist der 84. Ja, die Leute wissen noch gar nicht, dass du im Krankenhaus warst. Ich habe jemanden im Krankenhaus besucht. Ja, ich auch. Da fährt der Bus, 84. Ja, und da haben wir vorhin kein Video gemacht. Aber jetzt hätten wir die eine Station zweimal. Wir sind vom Krankenhaus, da wo wir waren, hierher gelaufen. Und jetzt bin ich K.O. Was denn? Ah, da muss ich, glaube ich, mal von da gucken. Guckt mal, Leute. Das ist ja schön. Oh, da muss ich gleich mal noch mal ein Foto machen. Nicht wahr? Ja. Das machen wir jetzt mal. Hey Leute, wir sind jetzt mit der Odek, fahren wir nach Hause. Und guck mal, das, was ihr jetzt hier seht, das ist unten. Hier kann man nur unten sitzen. Da können wir oben sitzen. Cool, oder? Da gibt es sogar eine Toilette, glaube ich. Mhm. Ja. Hey Leute, ich kann euch nur sagen, geht niemals mit Micha. Auf Wanderschaft. Ich bin so fix und fertig. Der hat mich so fix und alle gemacht. Der hat mich alle gemacht, also meine Füße. Und er hat meinen Akku runtergemacht vom Telefon. Alles runter. Guck mal, der eine, der guckt so hier voll neugierig rein. Das gibt's nicht. So. Ja, Micha, ne? Ja. Mit dir kann man nicht. Mit dir geht nicht. Guck mal, der macht mich nur fertig. Und jetzt fahren wir auch noch los. Mach nicht so viel Quatsch den ganzen Tag. Geht alles automatisch. Ja, guck mal, wir fahren jetzt nach Hause. Also ich bin fertig. Michael läuft den ganzen Tag nur so sinnlos durch die Gegend mit jedem. Also trefft euch niemals privat mit Michael. Es ist anstrengend. Der Kerl ist echt anstrengend. Ja. Ja? Das stimmt. Ja. Muss ich auch sagen. Ja. Ja, ist furchtbar. Ich brauche jetzt erstmal 3-4 Tage Erholung. Ja. Gut. Ja. Das war das Wort zum Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann sagen wir mal Tschüssi. Schönen Abend. Ja. Und gute Nacht. Und guten Morgen. Und guten Tag. Und guten Mittag. Und so. Nein, nein, ich übertreibe überhaupt nicht, ne, Micha? Nö. Nö. Okay. Man weiß ja nie, wann die Leute sich das anschauen. Genau.